Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und endlich ist es soweit. Ich habe was zu verkünden, ne? Ihr wisst ja alle, es war ja dieses Höhen-Event, nee, das Johto-Event, das... Wozu zählt Riolu? Zu Pokémon, genau, es war das Pokémon-Event auf jeden Fall. Riolu kam aus Siebener Eiern, das ist jetzt schon ein bisschen her, damit wurde Shiny Riolu eingeführt. Und ich habe mich so geärgert, ich habe zwar zwei Shinies bekommen, aber ich wollte doch immer mal ein Riolu haben, was ich entwickeln kann zu Lucario, was ich dann hochziehen kann, maxen kann, denn gerade für die Go Rocket Rüpel, also die Team Go Rocket Rüpel und die Team Go Rocket Leader, nehmen die Leute ja immer Lucario, Steigerungshieb, Konda, sonst was, die locken damit die Schilde raus. Ich mache das immer mit dem Regirock. Aber ich habe schon gemerkt, bei manchen Typen ist das Regirock eben machtlos, da geht das unter und hat noch nicht beide Schilde rausgelockt. Also wollte ich schon immer ein Lucario maxen, habe aber bisher kein gutes gehabt. Ein 100er wäre ein Traum, aber ist so weit entfernt, dass ich mir geschworen habe, sobald ich ein Lucario entwickeln kann, was mindestens 15 Angriff hat, nehme ich das, maxe das und... Ich halte natürlich mein Wort, jetzt muss ich euch mal zeigen, wie das aussieht, denn jetzt gab es ja auch das Oster-Event und im Oster-Event kam Riolu nochmal zurück, auch wieder als Shiny und aus fast jedem Zweierei gab es Riolu und dadurch habe ich es jetzt endlich geschafft, mal ein gutes zu bekommen. Wir geben jetzt mal ein hier Plus, wo ist denn hier das Plus, da unten Plus, Riolu und dann sortiert. Und ich kann euch mal zeigen, was ich hier schon entwickelt habe. Da werdet ihr jetzt staunen, denn das erste Lucario, was ich hier habe, das hat doch schon 15 Angriff. Ramses, was willst du denn eigentlich? Da steht aber extra PvP Gabriel dran. Das hat mir nämlich der Gabriel, also der Krypto Saphir, getradet. Einfach so aus Spaß. Und das war das Einzige, was ich auf der Hand habe, was unter 1500 Wettkampfpunkte hat. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall so lassen. 15 Angriff fand ich cool, zum Hochziehen aber zu schade, weil alle, die ich entwickeln könnte, über 15 kommen. Und das wollte ich dann eben für die Superliga, um da eben auch Schilde rauszuloggen und damit zu kämpfen. Hab's auch deswegen extra so benannt. Das hätte also 15, das könnte man maxen, das darf ich aber nicht, das muss ich hier aufheben. Was habt ihr sonst noch hier? 14,93, gut, das ist halt ein Shiny, das war das Schlechteste, was ich hatte und habe das dann getauscht und deswegen ist es jetzt auch unter 15, also ich nehme alles zurück, dass das andere das einzige war. Das habe ich aber jetzt erst bekommen am 9.4., ihr seht das ja. Hier 1.4.2019, 9.4.2020. Was für ein Zufall, dass die damals auch im April da waren. Auf jeden Fall kein 15er Angriffswert. Hier habt ihr einen Lucky, keine 15. Hier nichts, keine 15. Keine 15. Hier habt ihr sogar schon einen 96er Lucky. Ich glaube, jeder würde das hochziehen, aber es hat keine 15. Es hat Verteidigung und KP auf 15, aber Angriff auf 13. Also ziehe ich nicht hoch. Dann habt ihr noch eins, sogar ein 98er Lucky Shiny Lucario. 15 Verteidigung, 15 KP, aber nur 14 Angriff. Deshalb habe ich gesagt, nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Selbst wenn es 15-0-0 hätte, würde ich es hochziehen. Es hat aber keine 15 Angriff, das sind mir die anderen Werte auch egal. Da ich aber bei dem ersten Event eben kein besseres bekommen habe, beziehungsweise keins mit 15 Angriff, habe ich gedacht, nach Ostern werde ich einfach das nehmen, werde ich das hochziehen, entwickelt ist es ja schon. Ist auch günstig, da es ja eben ein Lucky ist und eben ein Shiny ist bestimmt auch ganz cool, mal ein Shiny so zu maxen. Jetzt zeige ich euch aber noch die restliche Ausbeute. Hier habt ihr 524, ihr seht das immer dabei, hier Fort Lee, New Jersey, USA, Budapest, 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 Hildburghausen, Budapest, Hildburghausen, das sind ja alles dann auch Geschenke von Freunden, die geschickt wurden. Ihr seht, viele Geschenke kommen aus Budapest, Bamberg, Budapest, Anzing, Bayern. Die Werte variieren, wir sind jetzt bei 540er Marke, aber immer noch keins mit 15 Angriff. Hier Budapest, Römhild, da sind sogar Luckys dabei, Baden-Württemberg, das ist schon bei 14 Angriff, Römhild, hier haben wir mal 15 KP, 14 Angriff. Sind fast bei 550, aber trotzdem nicht das, was wir suchen.
ein Lucky aus Erfurt, ein Lucky aus Römhild, ein Lucky aus Sachsen, Grimmitschau. Jetzt sind wir bei 551, München, wieder ein Lucky. Ich habe auch jeden Lucky-Trade, den ich machen konnte mit anderen Leuten, habe ich immer gesagt, gebt mir Riolu. Ich will unbedingt eins mit 15 Angriff. Aber selbst bei den Lucky Trades seht ihr hier auch maximal 14 Angriff. Da ist einfach kein 15er dabei. Bramsche Niedersachsen, kein 15er. Wiener Neustadt, jetzt sind wir schon bei 555 WP. Sind bei 14, 13, 14. Santa Monica, immer noch keins zum Entwickeln und Hochziehen. Ich hab's aufgegeben, der Fischi hat mich schon damit aufgezogen, hat immer gesagt, was du nur hast. Ich habe zwei Stück gebrütet beim Event, beide 96er so, beide 15 Angriff, ist doch easy. Auch hier 13, 15, 13 mit 5, 5, 5 WP, also der Fluch hört nicht auf, es geht immer weiter, noch weiter, noch weiter. Ihr seht, hier ist auch schon das nächste 96er Lucky dabei, aber 14 Angriff. Was habt ihr hier? 96er Lucky, aber 14 Angriff. Und dann am allerletzten Tag vom Osterevent, am 17.04., ich glaube, das war wirklich der letzte Tag oder das war ein Tag danach, ich habe das dann erst ausgebrütet. Dieses Riolu wurde am 17.04. in der Nähe von Budapest, Ungarn gefangen. Ein 98%iges mit 15 Angriff, 15 KP und 14 Verteidigung. Da ich immer noch nicht denke, dass dann noch ein 100er kommt, beziehungsweise ich ja weiterhin noch ein bisschen Spezial-Trades machen kann, garantierte Lucky-Trades, vielleicht kriege ich da doch mal ein 100er, aber für meinen Zweck habe ich gesagt, sobald ich eins mit 15 habe, ziehe ich das hoch, das werde ich auch jetzt machen. Ich werde das nehmen, werde jetzt hier komplett die Power-Ups drauf machen. Ihr habt auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, guckt mal in den Store, ihr könnt theoretisch jetzt schon das neue Update machen, wo ihr eben die Power-Ups mit einmal machen könnt. Wir ziehen das jetzt einfach hoch. Ihr seht, wir spannen den Bogen bis hinter. Und jetzt gibt es mit einmal 225.000 Staub aus und 248 Bonbons. So, Power-Up, genau. Und jetzt kommt das einfach. 424 WP bekommen das hinzu. Ist auf 988 WP. Jetzt können wir es noch entwickeln und sehen, wie viel es dann eben erreicht im gemaxten Zustand auf Level 40. Im 100%, ja, es hat ja nur 98, aber 100% gemaxt, kann man wieder falsch verstehen. Deswegen ein 98er, das ich gemaxt habe. Aber es ist auf jeden Fall auf Level 40 mit 2694 Patronenhieb und Aurasphäre. Aurasphäre ist, glaube ich, eine gute Attacke. Oder auch nicht. Ich will aber trotzdem eigentlich Steigerungshieb. Oder ich mache noch eine zweite Attacke drauf. Ich bin mir noch unsicher. Ach komm, wenn wir schon mal so ein geniales Gerät haben, machen wir noch eine zweite Ladeattacke drauf. Nehmen hier noch dazu Lichtkanone. Das braucht man nicht. Obwohl mit, wenn das mit Stahl natürlich überrascht, wäre das eigentlich auch eine coole Sache. Oder Spukball. Aber dann ist Spukball ja eigentlich besser als Aurasphäre. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was Aurasphäre macht, aber wir machen mal Aurasphäre weg. Ich glaube, das können wir ja jederzeit wiederbekommen. Machen einfach Konda, Steigerungshieb und Spukball. Das ist jetzt ein richtig brutaler Gigant, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob der, wenn er 100% hat, auf 2700 kommt. Da würden nur noch 6 WP fehlen. Vielleicht hat er aber dann auch 2697 und kommt trotzdem nicht auf die 2700. Habt ihr ein 100% Lucario? Habt ihr das gemaxt? Wie viel hat das 100% Lucario? Erreicht das die 2700? Schreibt es mal in die Kommentare. Was habt ihr für Attacken bei eurem Lucario? Und nehmt ihr das auch immer für die Rocket Leader oder für die Go Battle League? Schreibt es mal rein. Ich bin froh, dass ich jetzt auch einen Klumpen mir geschaffen habe. Theoretisch könnte ich auch noch das? Ne, ich habe ja keine Bonbons mehr. Stimmt, jetzt habe ich die ganzen Bonbons ausgegeben. Fürs Entwickeln 50, fürs Hochziehen 248 und durch die Attacke ging ja nochmal was weg, nochmal 75. Dann lassen wir das so. Was wollen wir auch mit dem Shiny? Vielleicht verschicke ich das auch irgendwann, keine Ahnung. Der Lucky-Hintergrund stört ja eh. Wir haben eins entwickelt, wunderbar. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.